Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute geht es um die Bodenvorbereitung im Gemüsegarten. Wir werden unsere Beete heute mit der Acria 3400 Gartenfräse fräsen. Viel Spaß beim Video und los geht's. Erst seht ihr jetzt ein paar Szenen vom Fräsen mit Ton und dann werde ich euch ein bisschen was zum Fräsen erzählen. Viel Spaß! Fräsen im Garten. Immer wieder ein spannendes Thema. Viele von euch interessiert es, deswegen jetzt auch meine Meinung zum Fräsen. Ihr habt ja schon ein bisschen gesehen, das hat sehr gut mit der Acria 3400 geklappt. Wir fräsen eigentlich immer im Frühjahr. Oft bekomme ich nämlich die Frage, hey Felix, fräst du im Herbst oder fräst du im Frühling? Wann ist für dich Bodenvorbereitung? Und wenn wir das ganz genau runterbrechen, dann ist Bodenvorbereitung nicht eine Sache von Herbst, nicht eine Sache von Frühjahr, sondern Bodenvorbereitung machen wir eigentlich im Hobbygarten die ganze Saison. Immer wenn eine Pflanze auf dem Boden wächst oder wir was am Boden verändern, dann machen wir Bodenvorbereitung. Wenn wir das jetzt aber mal auf den Kern der Frage beziehen, was ist für mich Bodenvorbereitung, wann fräse ich im Herbst oder im Frühjahr, muss ich euch auch wieder enttäuschen. Denn für mich ist die Bodenvorbereitung auf jeden Fall ein Prozess von Herbst bis Winter. Im Herbst sähe ich immer nach der letzten Ernte eine Gründüngermischung aus, um Nährstoffe nach oben zu holen und um neues pflanzliches Material zu haben, was den Boden zum einen im Winter schützt und was mir im nächsten Jahr sehr viele Möglichkeiten gibt, Humus zu bekommen. Humus ist sehr gut, kann besser Nährstoffe und Wasser speichern und den möchte ich natürlich im Garten haben. Deswegen ist es jetzt Anfang Februar für mich soweit, die Gründüngermischung abzumähen und Gründüngerreste und Laub einzufräsen. Die aktivieren nämlich jetzt die Regenwürmer und Mikroorganismen und die fangen an, den Boden bzw. die Pflanzenreste zu zersetzen. Und daher die Frage, wann ist es am besten, den Garten zu fräsen? Ich mache es immer 2 Monate oder jetzt ist es dies Jahr 1 Monat vor der ersten Pflanzung. Das heißt, Anfang Mitte März werden wir mit Zwiebelgewächsen und vielleicht auch schon Kohlarten im Freiland anfangen. Und deswegen ist es für mich wichtig, jetzt schon den Boden vorbereitet zu haben. Denn jetzt hat der Boden nochmal eine gewisse Zeit, um sich an die neue Struktur zu gewöhnen. Wir haben die Pflanzenreste eingearbeitet, die Regenwürmer und Mikroorganismen sind aktiviert und ja, jetzt haben wir quasi den Boden so vorbereitet. Gründünger lasse ich immer bis dann stehen, lasse ihn in die Blüte gehen, aber nicht weiter blühen, damit sich keine Samen bilden und die in der nächsten Saison in den Beeten sind. Aber dann mähe ich den Gründünger jetzt ab und fräse den ein. Ich hoffe, euch hat das kurze Video zum Fräsen gefallen. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.